Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. So, die zwei Waldläufer-Eskorten für den kleinen Norn. Ja, Moment. Ja, hat dich ja nicht nur verkleidet, die hat dich auch gekürzt. Ja, schmaler gemacht, ne? Das ist die Uniform. Fettabsaugung, ne? Ja. Ach, ist einfach nur ein anderer Schnitt. Ja, rotes Schwert macht schlanken Knöchel, Ja, genau. Interessant zu sehen, wie manche hier schnell zerrissen werden. So, wir müssen hier raus Tor benutzen. Und dann, ja, wieder runter, ne? zurück. Zu ihr, ne? Ja. Jo. Können wir fliegen? Ja. Ja. Das fand ich nicht so selbstverständlich, dass so weißer Mantel fliegen kann, habe ich noch nicht gesehen. Die Seraphen konnten entkommen. Und der So. weiße Mantel hat einiges an Aufräumarbeiten vor sich. Gute Arbeit. Die Familien der Soldaten werden froh sein, sie nie wieder zu sehen. Zurück zu Hoffmann Thackeray zurück und überbringt ihm die guten Neuigkeiten. Ich bleibe hier und koordiniere weitere Überfälle. Super. Dann dürfen wir jetzt nach zur Thackeray latschen. Ja, es macht keinen Sinn, auf dem Weg so viel zu kämpfen, sondern einfach hin zu ihm, weil danach will der eh, dass du kämpfst ohne Jetzt ist Ende. es Zeit, weiterzuziehen. Dann gehen wir mal zur Anlegestelle und dann dahin. Ja. Natürlich lässt Habt der ihr mich beim die Arbeit Händler machen. die Map-Währung gekauft? Ich kaufe die immer. Ja, habe ich gerade auch. Das hatte ich jetzt gerade vergessen, aber da kommen wir vielleicht nochmal dran Da kommen wir vorbei. nochmal dran vorbei, Wo seid ihr denn jetzt? Zur Dorik-Anlegestelle, um zu Thackeray zu laufen. Und wenn man hier bei diesem Händler, da gibt es halt einen Rücken. Aufgestiegenen Rücken kann man sich da holen für 200 Map-Währung. Wo, warte auf mich. Ich sehe da noch nichts. 200 Schriftstolle. Schriftrolle des weißen Mantels. Ah, das ist ein Rückengegenstand. Okay. Das ist ein Rückengegenstand, der für 5000 Magie Und und da seid ihr. 200. Okay. Gut, braucht man irgendwie was zum Infusionieren? Der Was hat halt wirklich was bessere bringt? Werte, der sind halt die bestmöglichen Werte, die man da hat. Und man kann sich die Werte aussuchen. Alleine schon, weil ich es kaufe, oder muss ich da noch was reinsetzen, was zusätzlich ist? Nö, nö, nö. Dann, wenn du es gekauft hast, dann fragt er dich, dann, Okay. bevor du ihn anlegst, Werte auswählen und dann suchst du die Werte aus. Aber das Okay. kannst du jetzt natürlich nicht kaufen, weil du 200 von den Dingern brauchst und 5000 Magie. Ja. Von der Magie habe ich schon die Hälfte. Nicht schlecht. Ja. Aber Aber ich Magie kann mir nicht holt man sich vorstellen, nicht dass ich schon hier. diese Magie habe. Das war mir nicht als rot angezeigt. Weil du Magie hätte ich mal tatsächlich. in Bitterfrost sind wir doch mal gelaufen, haben doch einmal hier die ganzen Beeren abgeerntet und die dann Ja. aufgefressen. Und Genau, stimmt. das gibt gut Magie. Das war. So. Aber ich habe aufgestiegenen Rücken, also. Aber gut zu wissen. Genau, falls du mal für deinen Twink, also für deinen Ele oder so, sowas haben willst. Also es lohnt sich eher, den in den Bitterfrostgrenzland zu holen. Das kriegt man einfach schneller voll. Dann sprechen wir mal mit dem Die Nichtsnutz-Slogan. Späher haben mir berichtet, dass die Anführer des Weißen Mantels in Fort Evenja völlig in Aufruhr sind. Ich schätze, dafür können wir uns bei euch bedanken. Ich habe einige Seraphensoldaten gerettet, während ich im Fort war. Sie könnten während ihrer Gefangenschaft etwas Wichtiges aufgeschnappt haben. Wir werden sie sofort befragen. Gute Arbeit, Kommandeur. Wir sind dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Wir sind fast bereit, uns auf Kaudekus zu konzentrieren. Aber bevor es soweit ist, müssen wir unsere Kontrolle über die Region sichern. Das hört sich gut an. Wie kann ich helfen? Ich brauche euch an der Front als Unterstützung für die Seraphen. Tut, was immer nötig ist, um uns den Sieg zu bescheren. Verstanden. Ich werde meinen Teil beitragen. Kommt zu mir zurück, wenn sich das Blatt gewendet hat. Und passt da draußen auf euch auf. Das werde ich. Wir sehen Er uns sagt dann uns wieder. ein, also einfach, gewinnt einfach die Schlacht. Ja. Genau, Schaut mal, also was jetzt. notwendig ist und macht mal. Was richtig viel den Balken voll macht, ist jetzt auch die Herzen fertig machen.
Ja. Also man kann jetzt eigentlich die Map abschließen und die Herzen fertig machen. Ach, dann machen wir das doch mal so weit wie es geht. Nehmen wir nochmal den Champion mit. Yep. Sind gerade zwei andere Leute dabei, dann machen wir das doch. Da wechsle ich dann doch lieber. Also der hört ganz gut rein, kann ich mal sagen. Ja, das stimmt. Ich kann die Kraft der Bären spüren. Ach, diese ganzen kleinen Scheißerchen. Ja, die gehen richtig auf die Nüsse, ey. Oh ja. Am meisten geht natürlich auf die Nüsse, dass die jedes Mal wieder explodieren. Vor der Nase auch noch, ne? Ja. Es fehlt nur noch, dass die wild schreien, wenn sie auf dich zurennen. Ja. Serious Sam, oder was? Es ist schön, jeder hat die Assoziation auch in seinem Kopf. Ein Spiel so einfach im Konzept, aber anscheinend prägend in seiner Ausführung. Ja. Es gibt aber fast nichts Besseres für LAN-Partys. Ja, oder auch mal um den Kopf frei zu kriegen. Ja. So, wenn ich da... Ah, steht schon wieder. Au. Ach ja, der Champion explodiert auch bei Tod. Das finde ich. Ja, steht da nicht umsonst nicht im Nahkampf. Da steht er ja noch nicht mal nicht im Nahkampf. Das schließe ich daraus, aber. So, gleich haben wir ihn, den wir ja das letzte Mal. Seine Babys ausspuckt. Oh, oh, nicht aufgepasst. Oh, nicht aufgepasst. Oh, oh. Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Ja. Gut, jetzt da hinten ist jemand anderes. Ich versuche gerade dem anderen. Ja, ich lebe. Wieder danke. Gerne. Ah, geschafft. So. Haben wir noch ganz viel Kleinschiss. Au, au, au. An die Truhe gekommen. Yeah. Truhe. So. Wackeltruhe, ja. Jetzt können wir ja, weiter runter, ne? Also der Champion hat auch eine kleine Truhe gefallen lassen. Also wir brauchen nicht weiter runter, wir müssen rüber, glaube ich, ne? Ja, müssen wir nicht. Ne, das Herz ist hier noch nicht voll, sagen wir so. Und hier ist der Übungsplatz, deswegen denke ich daran. Ach so, okay. Also dieses Herz hatten wir aber eigentlich schon. Das hatten wir schon, ja. Genau, dann können wir es zur Not als zweites übrig lassen. Dann müssen wir eigentlich nur rüber. Genau. Und da bei dem Dorf. Mal. Hier ist irgendwo ein Jadefragment. Das würde ich, glaube ich, mitnehmen kurz. Wo ist das? Ah, da, ja. Genau. Besiegt den weißen Mantel, das hier ist sehr gut, Event. Das ist sehr gut, dass wir dieses Event hier haben, dann geht es mir ein bisschen schneller mit dem Herz. Das zieht sich nämlich sonst. Okay. Dann probieren wir mal. Probieren, ne?
Ah ja. Genau, und an den Fischreusen hier gibt's auch ein bisschen was. Jetzt kommen hier aber ein paar Gegner an. Ja, das ist doch gut. Geht das Herz schon schnell voll. Ey, stehen bleiben. Ich wollte... Oh, gute 50%. So, schauen wir mal. Die ollen Barockperlen und diese Fische sind wichtig, ne? Und hier gibt's auch, manchmal kriegt man Food. Das ist auch gut. Zeige ich euch gleich wofür. Wenn ihr es noch nicht wisst. Für was? Also. Für einen Erfolg, den man machen kann. Okay. Da muss man allerdings an 4 verschiedenen Tagen hierher. Also man kriegt entweder Flusskrebse oder irgendwie Fischragout oder irgendwie sowas, Fischschnitzel. Frische Meeresfrüchte, genau. Oh, die Jadekanone sollte auch in der Nähe sein, genau. Mit Glück. Noch stehen wir drin. Ja, halb down, ja, sollte gehen. Ja, sieht gut aus. Zählt hier anscheinend dazu. C10. Sehr gut, Herz voll. Nee, noch nicht ganz. Keine Sorge, dich kriegen wir auch noch voll. Schau mal in deine Schreibtischschublade. Man kann hier oben auch das Herz voll machen. Ja, mit Blümchen und so. Blümchen, Feuer löschen. Mit Blümchen. Blümchen pflanzen, genau. Und auch Pflanzen rausreißen, meinetwegen aber. Ja, erst rausreißen, dann pflanzen. Ah, verstehe. Was mit dem verdorbenen Fisch? Den kannst du hier in den Ködereimer legen. Oder um die Ohren hauen, irgendwelche, gibt auch einen Erfolg. Gibt auch einen Erfolg. 15 Mal irgendwelchen Typen ins Gesicht schmeißen. Not me. Gibt auch einen Erfolg, 15 Feuer löschen. Stadtbrandmeister ist, genau. An meiner Position sind die Eimer, Wassereimer. Ah. Da ist auch ein Dummbild. Für das Blumenbeet musst du dir erstmal hinten eine Blume holen. Ich glaube, den Fisch, den kann man abgeben, zumindest das Fischfleisch. Und wo ist diese Köchin? Nicht zur Köchin, nicht, denn nee, da gibst du gleich alles ab, das ist doof. Nicht abgeben. Okay.
Gut, dann halt nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Was mit der Perle? Die kannst du später abgeben. Aber nicht okay. Hier. Da musst du Zähne von haben. Okay, das hab ich. Kannst aber auch nach und nach abgeben. Also auch. Ach so, okay. Ja. So, sieht auch gut aus. Herz hier voll? Wie weit bist du beim Herz? Ich bin gerade voll. Ich gehe mal schnell mal zum Dings. Händler des Grauens. Genau. Und die Sehenswürdigkeit hier habt ihr auch, ne? Ja. Also die da unten, sowie auch die da rechts, die hatten wir auch, diese Tempel der Sechs. Ja. Dann ist das nächste eigentlich dieses Herz. Jetzt gehen wir erstmal in den Süden, machen das da fertig. Weil das auch noch was nicht aufgedeckt ist. Genau, das habe ich noch gar nicht gesehen. Dann Folge immer noch fällig. Und da laufen wir jetzt gleich auf einen riesen dicken Baum zu und da könnt ihr dann euren Fisch abgeben. Welchen Fisch? Den du aufgesammelt hast. Dieses Fischfleisch. Habe ich aufgesammelt? Ja, irgendwas. Das in den Reusen oder aus den Reusen. So, und dann einfach auf mit diesem Baum hier oben drauf. Mit dem Dorfbewohner reden. Ach da, ja. Ach, natürlich, ich springe dran vorbei. Hoch. Ist aber kein Erfolg, der Jumping Puzzle. Oh, wie geil. Wenn das vier Tage lang machst, an vier verschiedenen Tagen, dann kriegst du, weiß ich, drei oder fünf Erfolgspunkte oder einen, keine Ahnung. Okay. So, was haben wir denn? Ah, da ist hier ein Beherrschungspunkt in der Nähe. Genau. Ja, kann man ja mal schauen. Hat er es jetzt angenommen? Hallo, ihr da. Ah, ein paar Fragmente. Sind die feindlich? Die sind feindlich, ja. Sind feindlich. Die Bäume schon, ja. Hier sind immer recht viele Fragmente. Oh, da kommt er auch gerade. Was kommt gerade? Ach da. Antiker Schößling. Baumparasiten hier. Mann, da brauchen wir mal einen Kammerjäger. Das Tor da offen? Nee, ne? Doch, nee. Rinn. Ja, direkt reinlaufen. Okay. Wichtig, weil das ist sonst öffnet zu. Sich okay. Nur mit einer speziellen Event-Kette. Also es ist nicht wirklich ein Event, wird nicht als Event angezeigt, aber... Gut, wir sind, glaube ich, alle drin. Das ist immer offen. Das was? Ist... Das ist richtig mal scheiße, offen. Da stehst du eben. Ich hab das probiert mal mit einer Fackel in der Hand, hab bestimmt 2 Stunden hier gewartet. Wo geht's denn noch hoch, ey? Hier war irgendwas zum Lesen. Die Treppe. Hier ist irgendwie ein... Die Lesen. Treppe einfach. Ach, da hinten, ja. Hier ist eine Tür, oder was war das? Nee, Grabstein, das ist ein Friedhof. Wo seid ihr jetzt? Hier ist eine Treppe. Treppe hoch. Treppe hoch, alles klar. So, dann darüber... Reichhaltig Mithril, auch nicht schlecht. Ja, kann man ja auch mal mitnehmen. Hier gibt's auch reichhaltig Ori auf der Map, hin und wieder. Oh. Das ist natürlich was Hübsches. Ja. Habe ich echt hier zum ersten Mal erlebt. Okay.
So, und dann fliegen wir rüber zur uralten Truhe. Und dafür gibt es auch einen Erfolg. Bewahrt ja den alten Norn hier. Der ist nicht mehr das jüngste Modell. Ja, ja, muss mal ein bisschen Gas geben, mein Freund. In der Zwischenzeit spreche ich mal hier mit dem... Wo seid ihr jetzt? Priesterin. Hier in der Mitte, bei dem Sarkophagen. Wo ist die Truhe? Ach, da, wo bist scheiße, du? Scheiße. Ja. Nee, wo... Hä? Wo ist denn jetzt der Digi? Keine Ahnung. Zählen dicken nicht. Da. So. So, und komm jetzt hier zu mir. Da ist ja geil, ey. Man kann hier unten raustauchen. Wusste ich auch gar nicht. Raustauchen? Ist ja hier Wasser. Da kommst du zu diesem anderen Vista-Dingsbums, ne? Ja, 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 ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Aber die Truhe kannst du nur einmal pro Charakter aufmachen, ne? Ja. So, was mit uns? So, ihr geht aber bitte normal wieder raus, weil ihr müsst ja noch das Vista euch holen. Vista? Beherrschungspunkt. Beherrschungspunkt holen, genau. Das meinte ich ja auch. Okay. Oh, hier gibt es aber noch irgendwie Pflanzen, die will ich noch kurz irgendwo auf der Map. Wahrscheinlich kann ich hier unten, sondern anderes Level. Ach, drauf geschissen. Ja, ja, das ist eh nur Müll. So, und dann jetzt ab dafür. Da, ja. Nee. Nee. Wo ging's denn raus? Doch, keine ach hier. Hier, hier. Da ist die Treppe. Und jetzt ist das Tor auch zu. Kommen wir noch raus? Nö. Könnt ihr nicht mit interagieren? Nee. Und rauslaufen? Nö. Können wir nicht, da müssen wir, ja, müssen wir reisen. Am besten von hier oben, Seeuferbazar. Ja, das ist der kürzeste Weg. Dann laufen wir das noch kurz und dann ganz schnell hier weg. Herz machen wir gleich. Erstmal hier. Da gibt es einen Geheimweg hier durch die Berge durch, aber ist egal. Ah ja, stimmt. Da sind wir ja auch letztes Mal. Aber hier kann ich zumindest der Karte folgen. Da drin verirre ich mich nur wieder. Das ist dann... Da würde ich dann so ein typisches Autofahrererlebnis haben. Ich kenne eine Abkürzung. Und warte, ich komme mit. Brauche ich da 3 Stunden. Höhle. Da stehen Honkser. Und ich kenne meistens einen Umweg. Au, 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 au. Jetzt brauche ich irgendwie noch einen Boost, damit ich schneller bin. Oder wie ist denn da hingekommen? Irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Irgendwie hingeflogen. Oh, okay. Hier steht da jetzt alle 3 rum, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt sind wir da. Gut, dann zum Beherrschungspunkt. Oh, Bäumchen. Ich finde, die bringen gut Geld auf Dauer. Die Bäume, ja, ne? Ja. Ja, ja. Hier müssen wir irgendwie hoch, ne? Gar nicht hier runter. Na doch, nö, in die Ecke da hinten. Schon runter. Okay. Antiken Schößling noch mitnehmen. Ja. Schneller! Wenn ich denn könnte. Hilfe! Da kann man einfach hochspringen. Ne? Geschafft. Okay. Bisschen Arbeit ist er schon. So, Moment, Zwiesprache halten. Okay. Haben wir.
So, dann können wir uns eigentlich direkt Hinreisen. Seeufer-Bazar hinreisen. Genau, da sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge wieder. Bis denn, Okay. Leute. Ciao, ciao. Tschüss.